Halt die Fresse. Hey zusammen! Die meisten von euch haben doch früher sicher mal geträumt, ein Star zu sein. Aber was macht einen wirklichen Star aus? Richtige Stars sind von Grund auf abgehoben. Herr Lochmann, Sie als Star, glauben Sie, dass Sie etwas abgehoben oder eingebildet sind? Haha, soll es ein Scherz sein? Ich glaube, ich bin einfach mal viel zu cool und viel zu hübsch und habe viel zu viel Style. Und bin eigentlich auch viel zu schlau und intelligent, um abgehoben zu sein, wissen Sie? Ich meine, gucken Sie mich doch mal an. Gucken Sie mich mal für eine Sekunde an. Alleine in dieser Sekunde können Sie doch checken, dass ich so toll bin, dass ich gar nicht abgehoben sein kann, ja? Ich meine, natürlich will jeder sein wie ich, ist klar. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass ich abgehoben bin. Ich bin total auf dem Boden geblieben. Ein echter Superstar hat Kohle. So viel Geld, dass er selbst nicht mehr weiß, was er damit anfangen soll. Das macht dann 2 Euro, bitte. Ja, passt schon so. Der Rest ist Trinkgeld, ne? Das kam schon nah heran. Wenn du ein Star sein willst, musst du nicht singen, tanzen, modeln, schauspielern können. Das ist eigentlich komplett egal. Hauptsache, du hast dicke Melonen. Wollt ihr meine Melonen sehen? Sag's mir! Ja? Okay, dann kriegt ihr die jetzt auch! Hier habt ihr sie, oder? Das war natürlich noch nicht alles. Denn als Star und meistens auch als Künstler muss man auch Kritik ausgesetzt sein. Auch negativer Kritik. Ha! Also wisst ihr was? Fickt euch an, Mann! Ich bin hier der Star! Verdammt! Stars werden auf der Straße rund um die Uhr erkannt. Aber als richtiger Superstar hast du deine Fans. Und alle anderen auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin dein größter Fan! Ist doch schön, halt die Fresse. Ich hasse meine scheiß Fans. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah! Kann ich ein Autogramm, bitte, bitte! Kann ich ein Autogramm, bitte! Ja, ein Autogramm auf dein Gesicht. Komm her. Gib her. Ja, genau so muss das sein. Stars sind halt keine normalen Menschen. Und genau das darfst du nie vergessen. Stars sind was Besseres als du. Roman, kann es sein, dass jemand ins Hirn geschissen hat? Du laberst halt so viel Scheiße. Zu guter Letzt einer der wichtigsten Punkte, um ein Star zu sein. Ohne diesen Punkt kannst du gar kein Star sein. Ohne diesen Punkt macht die Welt keinen Sinn mehr. Also hör jetzt genau zu, wenn auch du ein Star sein willst. Das Wichtigste und mit Abstand Hilfreichste, was dir zum Startpunkt deiner langfristigen Karriere dienen kann, das, was dich zum weltweiten Erfolg bringt, das, was dir zum großen Ruhm und zum großen Geld bringt, so bist du ein Weltstar. Mit diesem einen Mittel, mit diesem einen Mittel. Und das sind Castingshows. Tu die Knarre weg. Tu die Knarre weg. Yo, das war's doch schon wieder mit unserem neuen How to be a Star. Ja, jetzt geht's entweder weiter mit unserem letzten How to be Video oder ihr guckt unser letztes Lochi vs. Lochi an. Lochi, jo. Auf jeden Fall eins von beiden auswählen. Vielen Dank auch an Moritz von Garth Music. Der war ja kurz dabei und ja, ihr könnt auch die nächsten Tage das Making of abchecken. Da war er auch drin. Checkt irgendwo verlinkt. Checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal. Klickt auf seinem Kanal und abonniert ihn alle. Wir sind jetzt raus. Ihr seht aus. Wir sehen uns wieder wie jeden Samstag. Ciao. Adios!